Ali, hallo Leute, willkommen zum nächsten Part der Pokémon Soul Silver Nuzlocke Challenge. Und nein, ihr habt keinen Part verpasst. Ich habe wirklich einfach nur Pech mit diesem Projekt hier. OBS meinte, mir den letzten Part nicht zu speichern, beziehungsweise die Datei zu beschädigen. Und deshalb fehlt jetzt hier eine Folge. Ist nicht ganz so tragisch. Wir haben nicht ganz so viel gemacht in der letzten Folge. Wir haben einen weiteren Encounter gefangen, und zwar auf Route 36. Das ist oben rechts neben dem Nationalpark. Und zwar ein Silvester, beziehungsweise ein Enekoro namens Silvester. Ist auf Level 12, das ist also eigentlich ganz nice. Hat auch schon den einen Arena-Kampf hier in der Liga, in der Arena hinter sich. Also es wurde zumindest kurz eingewechselt gegen ein Ditto. Und es kann Tackle, Gesichter, Anziehung und Gesang, ist also noch nicht wirklich kampfbereit. Die anderen Pokémon hatte ich, bevor wir hier die Arena betreten haben, beziehungsweise bevor ich den Part angefangen habe, hatte ich die auf Level 20. Maria hat jetzt hier in der Arena den Hauptteil erledigt und ist daraufhin auf Level 24 gestiegen. Jetzt fehlt noch ganz, ganz wenig, wie ihr hier sehen könnt. 10 EP. Bis es den nächsten Level erreicht. Mimi ebenfalls auf Level 20. Auch Draco hat Level 20 erreicht. Toki auf Level 21, genau wie Akiona. Ja. Also auf jeden Fall, unser Team ist gut ausgestattet. Bianca scheint nach wie vor Normal-Pokémon zu trainieren. Zumindest tun das alle in dieser Arena. Die hier, diese Vortrainerin, hat ein Arceus gegen uns gedroppt. Das legendäre Götter-Pokémon. Und wir haben es mit wenig Aufwand eigentlich auseinandernehmen können. Also wir sind gut vorbereitet. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Arena hier schaffen. Los geht's, Leute. Bianca wartet. Hallo, ich heiße Bianca, bla bla bla. Du bist ein Pokémon-Trainer, stimmt's? Heutzutage hat jeder ein Pokémon. Was? Naja, meine sind auch einfach viel zu süß. So süß, dass ich sie am liebsten... Naja, du weißt schon. Wie? Du forderst mich zum Kampf heraus. Ich warne dich, ich bin sehr, sehr stark. Ja, ich hab's bereits erwähnt. Bianca mit ihrem Miltank ursprünglich. Das war ein richtiges Killer-Pokémon. Spannend, was sie jetzt hat. Staravia. Okay, das hat einen Bedroher. Das ist natürlich nice. Das hat mein Staravia in der Platin-Soul-Link, beziehungsweise mein Staralili, hat das auch. Und das ist ultra cool. Ich würde sogar sagen, wir gehen für Akiona, damit sie den Walzer droppen kann. Denn mit Maria drin bleiben sie als Pflanzen-Pokémon. Ja, siehst du, das ist ein bisschen kritisch. Das wäre nicht so eine gute Idee gewesen. Achso, ja, Draco hat noch beim Level-Up Blubstrahl erlernt, was sehr, sehr nice ist. Ah, ich glaube, es reicht sogar, um unsere KP wieder, fast aufzufüllen. Seegesang ist schon echt cool. Muss man schon sagen. Walzer. Wir sind jetzt ja auf einen Walzer gelockt. Ich hoffe jetzt einfach, dass da nichts kommt, was den Walzer resistet. Das müsste ein Normal-Pokémon kommen, von daher, das soll schon aufgehen. So, Maria erreicht Level 25, wenn das jetzt mindestens 10 EP gibt, wovon ich doch ausgehe. Ja, 205. schade. Ich dachte, sie lernt vielleicht noch was. Was? Ein Regigigas? Ist er denn krank? Ich dachte schon, Miltank wäre ein Problem, aber Regigigas? Ja gut, es hat Zaumselig. Also von daher, wir haben, ich glaube, oh Gott, natürlich geht der Angriff dann eben. Schlag. Boah, das Ding hat ordentlich was auf dem Kasten, sage ich euch. Wobei, ihr Schlag war jetzt gerade nicht ganz so schlimm. Gehen wir für einen Walzer, komm schon. Mal schauen, was das macht. Oh, das macht fast gar nichts. Wieso kriegen wir immer solche krassen Pokémon vor die Nase gesetzt? Das ist Wahnsinn. Ein Crit, das Ding hat uns gecrittet. Und jetzt geht er eben, Gott sei Dank. Aber sie darf nochmal angreifen, stimmt ja. Akiona muss hier raus. Das wird so nix. Wir gehen raus zu Maria. Ach, Schande, was ist das denn für ein krankes Pokémon hier? Das kann scheinbar irgendwie nur den Irrschlag. Und ich krieg die Verwirrung, war ja klar.
Mann, hat die einfach mal ein Legendary. Ich gehe für die Naturkraft. Die ist hier drin übrigens Triplette. Sehr schön. Ich spekuliere ja immer noch auf eine Statusveränderung. Vielleicht haben wir ja doch mal Glück. Komm schon. Hat ordentlich Schaden, das ist okay. Was ist das denn, Alter? Regigigas. Ah, und jetzt ist es voll da. Greif an, bitte, bitte, bitte. Ja. Regigigas. Gibt's ein stärkeres Pokémon vom Typen? Oh, wir kriegen die Freeze. Wir kriegen den Freeze. Was passiert da gerade? Nein! Nein, das ist jetzt gerade nicht passiert. Nein! Das Ding hat einfach eine fucking Brunusbeere und taut sich auf. Ich glaub's ja nicht. What the hell? Kann ich zu Akiona rein? Akiona stirbt. Wir könnten zu Toki. Oh, erhöht die Chance für Zusatz. Okay. Gar nicht gesehen. Cooler Effekt übrigens. Ja, wir könnten zu Toki rein. Ja, komm. Toki kann mit Zertrümmerer angreifen. Das ist nicht extrem stark, aber es ist zumindest sehr effektiv. Okay, ich nehme es zurück. Toki macht gar nichts. Ach, Schande. Oh, dieses Regigigas wird uns töten. Es wird uns alle häuten und den Geiern zum Fraß vorwerfen. Wieso kriege ich jedes Mal solche Pokémon vor die Nase gesetzt? Das ist doch einfach nur krank. Das kann wirklich nur diesen verdammten Niederschlag. Die Giftdornen haben gewirkt. Sehr gut. Gut gemacht, Draco. Gut gemacht. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch durchhalten. Komm, wir machen einen Blubstrahl. Come on, warum? Das ist doch nicht fair, was du da tust. Der Blubstrahl macht auch nicht wirklich viel. Wir machen jetzt hier die... Es kam Konfustrahl. Es kam Konfustrahl und Irrschlag. Das Ding will mich einfach nur sterben sehen. Ich glaub's nicht. Ach komm. Was ist das denn? Wir machen jetzt einfach hier die Assi-Nummer und schwächen das Ding so lange mit der Rauchwolke, bis es einfach gar nichts mehr trifft und an seinem Gift krepiert. Schlag. Nee. Komm schon, Draco, du schaffst das. Nochmal die Rauchwolke, sehr gut. Ich meine auch, wir müssten noch einen Trank haben, oder? Wir haben nur einen Äther. Ich muss raus. Ich muss raus mit Draco, das wird so nix. Aber zu was soll ich raus? Wenn ich was opfern muss, dann am ehesten Mimi. Toki will ich nicht hergeben, die haben wir schon viel zu lange. Akiona ist ein richtig cooles Pokémon, genau wie Maria. Aber wir gehen zu Mimi raus und hoffen, dass er mich trifft. Nochmal ein Supertrank. Ich glaub's ja nicht. Wie viel Tränke hat die Kuh? Boah, wie viel Tränke hat diese Kuh? Es trifft. Amy wurde besiegt. Also, das ist alles dumm. Aber was mache ich? Nein, was tue ich denn? Es ist schon vergiftet, das kann ich zusätzlich noch schlafen.
Wir müssen einfach warten, bis es durch das Gift stirbt. Mehr als zwei Tränke kann Bianca nicht einsetzen, oder? Dann trifft es sich vor Verwirrung selbst. Nein, das darf nicht wahr sein. Gesichte. Das Ding gibt uns gerade echt eine Chance. Ah, Silvester, was machst du denn? Ist nicht mehr verwirrt, sehr schön Anziehung. Es ist geschlechtslos, ich Idiot. Aber es geht nur noch für Konfu-Strahl. Hat es keine AP mehr auf Trugschlag? Komm, was das denn? Stirb, du Mistvieh. Ja, Silvester, reiß das hier. Ja! Haha! Dracos Giftdorn und Silvesters Durchhaltevermögen hier mit ein bisschen Glück gepaart. Wir haben's durch einen Regigigas in der Arena geschafft. Oh, Alter. Was ist das? Was war das gerade? Alter, bist du wahnsinnig? Du hast einen Regigigas. Das ist ja schlimmer als jedes Miltank. What the fuck? Oh, wie ist er so gemein? Ja, genau. Wer ist hier gemein? Wer hat hier die kranken Pokémon? Kriege ich jetzt ein TM dafür? Ja, ist okay. Dann verreck doch dran. Was eine dumme Ziege hier. Was willst du denn jetzt? Jetzt hast du Bianca zum Weinen gebracht. Ja. Ich habe sie zum Weinen gebracht, genau. Sie hat nur meinen Pokémon gekillt und andere Gigas, aber die hat allen Grund zu weinen, natürlich. Was soll denn das jetzt hier? Keine Sorge, man gibt sie schon wieder Ruhe. Sie weint immer, wenn sie verliert. Ah ja, die kennen das also schon. Was ist, willst du noch irgendwas oder hättest du gern deinen Orden? Tut mir leid, ich hätte es vergessen. Hier, das ist der Basisorden, den du so unbedingt wolltest. Blöder Idiot. Ist ja auch noch frech hier. Der Basisorden erlaubt es dir auch außerhalb des Kampfes die Attacke Stärke einzusetzen. Und hier, das gibt's gratis dazu. Was ist das? Ach, Anziehung, wie toll. Nein, das passt nicht zu dir. Dumme Ziege doch tatsächlich einfach mal ein fucking Regigigas. Gebt euch das mal, Leute. Regigigas. Ich zieh schon gar nicht mehr raus, so durcheinander bin ich hier. Regigigas in der Arena von Dukatia City. Jetzt habe ich, glaube ich, dann bald alles gesehen. Was kommt nachher? Der Feuerarena und da ist dann Groudon. Ja, das wär's. Wir gehen in die nächste Arena in Teak City und die benutzen da Feuer-Pokémon und haben, der Arenaleiter hat dann so Groudon und Lavados und noch ein, gibt's Heatran hier schon? Ich weiß es gar nicht, aber irgendwie einfach drei kranke Feuer-Pokémon, da findet man sicherlich was. Und ich habe jetzt die traurige Pflicht, ein verstorbenes Pokémon zu legen. Es hat so gut gekämpft. Es hatte so gute Attacken auch mittlerweile. Konfusion und Barriere. Da kommt ein fucking Regigigas und killt es einfach. Es killt es einfach, als wäre es nix. Hast dein Bestes gegeben, Mimi. Zeit für dich, in den Pokehimmel zu gehen. Zu all den anderen tollen Pokémon, die wir da haben.
musst du aufholen, Eneko. Ich werden wir dann offscreen trainieren. Ich möchte mir nämlich jetzt einen neuen Encounter holen. Wir haben noch den Static Encounter auf Route 36 offen. Zuerst heilen wir aber unser Team. Kaufen noch ein paar Tränke. Und dann gehen wir los. Ich weiß gar nicht, ob ich die Shiki-Kanne zuerst abholen muss oder ob ich zuerst wieder hoch zu Route 36 muss, um da weiterzukommen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber das finden wir schon noch raus. Oh Mann, und wieder ist ein Pokémon von uns gestorben. Jetzt war so lange keins mehr auf der Abschussliste und jetzt hat's Mimi getroffen. Hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. Nehmen wir 5 Tränke mit, bitteschön. Noch ein Gegengift, einfach für alle Fälle. Man weiß ja nie. Alter, Regigigas. Ach komm, wir nehmen nochmal einen Hyperheiler. Dann sind wir flexibel. Haben wir Tränke, wir haben Hyperheiler, wir sind ausgestattet, würde ich behaupten. Kriegt man nicht in Dukatia auch sein Fahrrad? Das ist doch da unten das Fahrradgeschäft, oder nicht? Geht's nicht durch. Mich verwirrt der Zug hier. Der war doch früher ebenerdig und nicht eine Hochbahn. Ich glaube wirklich, wir müssen hier die Shiki-Kanne zuerst holen. Mal sehen, was die hier zu erzählen hat. Beginnt es zu tanzen, wenn man ihn die Wasser überschüttet. Oh, das ist der Orden aus der Pokémon-Arena von Dukatia. Heißt es, was Bianca besiegt? Ja, habe ich. Frag nicht. Dann brauche ich mir wohl keine Sorgen, um mich zu machen. Hier, ich schenke dir diese Shiki-Kanne. Ah ja, nett. Gut, ich bin mal gespannt, was für einen Encounter wir da oben bekommen. Denn wir haben ja gesagt, die Static Encounter zählen wir separat. Die lassen wir nicht von den Routen abziehen. Das wäre ein bisschen gemein sonst. Und ist ein Pokémon mehr, das wir fangen können. Das macht es ein bisschen interessanter, würde ich behaupten. Ich hoffe halt jetzt einfach, dass es was Gutes ist. Es muss kein Legendary sein. Überhaupt nicht notwendig. Es würde mich schon mehr als ausreichen, wenn es einfach was richtig Cooles wäre. Drachen-Bachmon zum Beispiel wäre nice. Oder Feuer habe auch noch nichts. Feuer-Pokémon wäre auch wichtig. Wir haben generell einen ziemlich unausgeglichenen Typen. Eine unausgeglichene Typenkombination in unserem Team. Wir haben 2, 3 Wasser-Pokémon. Eins davon ist noch zusätzlich ein Pflanzen-Pokémon. Dann haben wir irgendwie ein Normal-Pokémon mit Toki. Nochmal ein Normal-Pokémon mit Eneko. Also wir sind recht einseitig aufgestellt, wie ihr seht. Wir hätten noch einen Safkon, also hätten wir noch einen Käfer-Pokémon, aber. Oh, du willst kämpfen? Okay. Wehe, du hast jetzt irgendwas Krankes. Ich habe dich gerade gegen Bianca gewonnen, damit ich gegen dich jetzt verlieren kann, du Schulkind, du. Kindwurm. Ja, nee, ist klar. Kindwurm hat man ja mal. Einfach so. Am Anfang des Spiels, nicht wahr? Hey, ist das krank, was hier rumläuft? Regigigas, Darkrai, den sind wir übrigens im letzten Part begegnet, das habt ihr tatsächlich verpasst. Wir hatten schon Giratina, wir hatten, ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, Palkia oder Dialga. Wir hatten ein Rayquaza im Steineichenwald. Also wir hatten schon so viele kranke Pokémon vor der Nase, was schon nicht mehr lustig wird. Vielleicht kriegen wir jetzt auch mal ein krankes Pokémon, ich würde es mir wünschen. Denn das Rayquaza konnten wir ja leider nicht fangen. Das ist uns einfach abgehauen. Kunststück. Die haben ja alle eine Fangrate, die sehr unterirdisch ist. Von daher. Du findest das so Items? Ja, dann darfst du mich anrufen. Ausnahmsweise. Oh Mann.
Was kommt noch alles in diesem Part? Gießen wir den Baum und schauen, was der Baum tatsächlich ist. Das ist ja was Gutes. Er ist ein merkwürdiger Baum. Setzt du die Schickikanne ein? Ja, eigentlich schon. Unser nächster Encounter hier greift uns an. Und was aussieht wie ein Mogelbaum, ist eigentlich ein Vogelbaum. Oh, wurde das nicht gerandomized? Auch gut. Vogelbaum ist cool, dann haben wir ein Gesteins-Pokémon. Das ist ein Erstauner, müsstest du tanken. Locker. Ein Fußkick. Bist du wie? Ich habe so die Befürchtung, dass der Megasauger killt. Ach komm, wir machen einen. So stark ist die Attacke nicht. Diesen vollen Tickel des Pokémon. Ah. Oh. Holy damn. Ich habe mal Glück in diesem Spiel. Gibt's das? Zum Glück haben wir noch im letzten Part Hyperbälle gekauft. Und so einen schmeißen wir jetzt. Komm schon. Mogelbaum. Mogelbaum. Nein, bleib doch drin. Böses Mogelbaum. Oh Gott, Dreschflegel. Ich habe nicht so viele Bälle. Bleib jetzt einfach drin, sonst muss ich die umbringen. Nein. Nein. Ja! Endlich haben wir mal was Cooles. Ein Mogelbaum. Nice. Wie nenne ich dich denn? Was bist du? Du bist ein Imitator. Huh? Eine Imitation. Es handelt sich als Baum, um nicht angegriffen zu werden. Es hasst Wasser, darum läuft es bei Regen weg. Okay. Das ist also ziemlich wasserscheu, das Pokémon. Ja, möchte ich. Ein männliches Mogelbaum. Männliches Mogelbaum. Hm. Wir könnten es Mogli nennen. Ich glaube, das machen wir sogar. Das Bessere fällt mir auf die Schnelle garantiert nicht ein, also bleiben wir beim Erstbesten, was mir einfällt. Mogli, das Mogelbaum. Das klingt doch gut. Das war vielleicht ein Spaß. Hier, das ist ein Dankeschön dafür, dass du mich so gut unterhalten hast. Ein Pflanzset. Ah ja. Pflanzen ist ein Kinderspiel, Beeren aus allen Regionen anzupflanzen. Ach ja, richtig. Ich gebe dir noch ein paar Beeren dazu. Mit dem Pflanzset alleine wirst du nicht sehr weit kommen. Sinelbeeren erhalten. Ja, okay, cool. Piersiffbeeren erhalten. Och, nice. Wenn aus diesen Beeren etwas wachsen soll, musst du sie in Erdboden einpflanzen und gelegentlich gießen. Alles klar, ich werde morgen nach Tokatia City zurückkehren. Und? Willst du nach Teak City gehen? Dann musst du von hier aus nach Norden. Also dann bis irgendwann mal. Ja, dahin will ich, aber zuerst will ich jetzt meine Pokémon heilen gehen. Das geht, glaube ich, am schnellsten hier in Viola. Könnte ich mir so vorstellen. Das liegt ja hier gerade um die Ecke. Heilen wir mal unsere Pokémon. So. Nee, ich komme nicht bald wieder, hoffe ich. Schauen wir mal, was das Mogelbaum, das wir gefangen haben, kann. Also wir haben Dreschflegel und den Fußkick gesehen. Flüchtet schnell. Ah, okay. Fußkick Steinwurf. Nice. Und Robustheit. Stützt es gegen K.O.-Trefferangriffe. Das ist okay. Ja, Robustheit ist halt in den neueren Generationen schon besser.
Da schützt es gegen alles, was dich instant killt. Also wenn du da als Level 1 Pokémon beispielsweise gegen ein anderes Level 100 Pokémon, sagen wir jetzt mal, eins auf die Nase bekommst, dann würdest du trotzdem mit einem KP überleben, solange du vorhin volle KP hattest. Also du überlebst Angriffe mit einem KP, wenn du davor volle KP hattest. Das ist schon ein bisschen besser, als einfach K.O.-Attacken zu überleben. Ich meine, die sind sowieso relativ schlecht. Nun ja, wir gehen mal hier hoch. Mal schauen, was es hier so Schönes gibt. Gibt es jetzt mal eine TM? Übertrank. Können wir doch gebrauchen. Hoffentlich nicht zu oft, aber wir können es gebrauchen. Und hier ist doch Route 37. Hier gibt es Pokémon. Wir dürfen hier einen Encounter fangen. Und unser Encounter für diese Route ist ein... Oh, und Tropius. Ein Pflanzen-Pokémon. Pflanzeflug. Das ist gut. Wir haben doch kein Flug-Pokémon. Okay. Du bist ein Flug-Pokémon, du bist ein Pflanzen-Pokémon. Das heißt, ich kann doch hier locker für einen Megasauger gehen, oder? Das dürfte nicht so viel Schaden machen. Das macht gar keinen Schaden. Das ist natürlich auch nicht so das Wahre. Du kannst Rasierblatt. Kann Tropius vielleicht sogar den Zerschneider werden? Das müsste ich nachher mal nachschauen. Nee, das bringt nichts. Die Naturkraft ist hier, glaube ich, Boden, sprich Erdbeben. Ah, komm, dann schwächen wir Tropius halt so. Wird dann nachher versuchen, zu Silvester rauszuwechseln, um den Gesang zu droppen. Jetzt kein Windstoß. Das ist gut. Wir haben noch keine Flugattacken. Ein Erstauner noch. Das ist sehr gut. Geht für ein Wachstum. Steigert seinen Spezialangriff. Ich wäre jetzt halt dafür, weil Tropius ist doch nicht ganz so einfach zu fangen, dass wir Silvester rausschicken. Den Gesang einsetzen und das Teil schlafen legen. Ah, es geht für den Silberblick. Optimal. Wenn wir jetzt noch schneller sind und der Gesang trifft, bin ich happy. Ah, nicht gut. Gar nicht gut. Mann. Naja, gut. Silvester war das schwächste Glied in unserem Team. Konnte Toki nicht Gähner? Ich bin nie ganz sicher, welche Pokémon von mir welche Attacke können. Doch, Toki kann Gähner. Ah, ich hätte auch Toki rausschicken können, ich Idiot. Ja gut, dann gehen wir jetzt für den Gähner. Wir kriegen den Windstoß. Das ist schmerzhaft. Das ist schmerzhaft. Silberblick ist okay. Okay, es schläft. Wir schmeißen den nächsten Hyperball, der hoffentlich das Pokémon fängt. 1, 2, 3. Gefangen! Aha! Wir haben Tropius. Nice, nice, nice. Ja, wir mussten dafür Silvester opfern. Aber wir haben jetzt Pflanzenflug-Pokémon. Das ist gut, denn das bringt ein bisschen Abwechslung in unser Team. Es verdammt viele Wasser- und Pflanzen-Pokémon bereits drin hat jetzt. Sein Hals trägt zweimal im Jahr süße Früchte. Kinder in den südlichen Tropen naschen oft davon. Obst. Du bist ein Obst-Pokémon. So. Jetzt gebe ich dem Tropius für einen Spitznamen. Männliches Tropius. Das, was es da um den Hals hat, sind für mich Bananen. Banana. Geht genau rein. Das ist gut. Wir nennen es... Wo ist das J? Hier. Wir nennen es Banana Joe. Ich weiß nicht wieso, aber... Das schwirrt mir gerade im Kopf rum. Das ist gut. Ja, das passt. Achso, du sollst es nicht in... Oh.
Es wurde gerade in den Pokehimmel gesteckt. Da gehört es nicht hin. Da sind schon genug Pokémon von mir. Wir gehen es eh schnell abholen, denn wir müssen Eneko alias Sylvester sowieso auf die Box legen. Wieder ein Pokémon tot. Was ist das denn heute? Ja gut, das war jetzt halt Vorteil für Tropius. Das ist... Es ist verkraftbar, es schmerzt nicht so sehr wie der Verlust von Mimi. Aber es ist trotzdem ärgerlich. Na gut, ja, nee, nicht... Hier wollte ich nicht reden, hier, mit dir will ich nicht sprechen. Mich in Ruhe. So. Dahin wollte ich eigentlich. Mein PC. Pokémon bewegen. Denn das Tropius gehört hier nicht hin. Gehört in unser Team und dafür muss Eneko daran glauben. Tschüss, Eneko. War schön mit dir. Auch wenn du sehr kurz war. War es trotzdem toll. So, was kann Tropius denn jetzt eigentlich? Silberblick, Windstoß, Wachstum und Rasierblatt. Das hat die Fähigkeit Chlorophyll. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, was das macht. Steigert die Initiative bei Sonnenschein, okay. Und es hat ein Plus-Angriffs-, Minus-Spezialverteidigungswesen. Das ist nicht ganz so übel. Ja, das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Das kann man leben lassen, definitiv. Ja gut, ich würde sagen, wir beenden den Part an dieser Stelle auch gleich wieder. Ist ja einiges passiert. Wir haben den nächsten Orden uns ergattert. Wir haben ein neues Pokémon gefangen. Eigentlich gleich mal an die Spitze stellen können, aber damit wir es mal gesehen haben. Nee, Quatsch, wir haben sogar zwei neue Pokémon natürlich gefangen. Wir haben Mogelbaum, alias Mowgli, und wir haben Banana Joe, den Tropius, oder das Tropius. Und das sieht doch ganz nice aus. Was meinst du, Joe? Werden wir im nächsten Part die nächste Stadt erreichen, Teak City? Ja, du meinst das auch? Willst du nicht mit mir sprechen? Okay. Schade. Doch? Ah, cool. Es scannt einmal ausgiebig. Ja, das ist ein gutes Zeichen. Ich gehe jetzt nämlich auch schlafen. Wir haben 2:30 morgens und ich bin dann mal weg. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst ein Like da. Wenn es euch gefallen hat, würde mich sehr freuen. Lasst ein Abo da. Dann verpasst ihr nicht die nächsten Folgen, in denen wir uns dann hoffentlich wiedersehen. Bis dahin. Ciao, Leute.